Mein Name ist Gisela Hellenecke. Ich bin Kustos am Museum für Islamische Kunst und dort zuständig für Textilien, für Inschriften und einige andere Dinge. Ich bin eine der Kuratorinnen dieser Ausstellung. Das ist das Fragment einer Matte und diese Matte hat eine Inschrift. Und das ist das Interessante daran, diese Inschrift, aber auch die Matte selbst ist interessant. Diese Matte ist gewebt worden. Die Kettfäden bestehen aus groben Hanffäden und die Schüsse sind aus ganz fein gesplitteten Rohrteilen. Und die werden dann so im Webvorgang eingeflochten, also eigentlich schon gewebt. Und das ist eine komplizierte und aufwendige Arbeit und erfordert große Sorgfalt. Und Sie sehen ja, dass es sogar möglich ist, mit diesem Rohrmaterial Muster zu bilden. Die Inschrift besagt, dass diese Matte aus Tiberias kommt, am See Genezareth in Palästina. Sie wurde dort in einer besonderen Werkstatt, in einer offiziellen Werkstatt hergestellt, einer sogenannten Tiras-Werkstatt. Es steht geschrieben im Tiras, im Spezial-Tiras, der Rest ist abgebrochen. Der Anfang fehlt und das Ende fehlt. Die Matte ist für mich besonders interessant, auch deswegen, weil sie einem bestimmten Zweck gedient hat. Wahrscheinlich hat sie als Gebetsmatte gedient und weil sie in Ägypten gefunden wurde. Es ist ein Grabfund. Sie diente also als, vielleicht als Unterlage für einen Verstorbenen. Vielleicht wurde er auch damit abgedeckt, vielleicht war es seine Lieblingsmatte, das wissen wir alles nicht. Also man weiß, dass Matten in Ägypten früher vorzugsweise für Moscheen verwendet wurden. Also man hatte weniger Gebetsteppiche oder solche oder Bodenbelege, wie man sie heute hat. Man hatte vorzugsweise Matten. Und bei Feiertagen hat man dann die schönsten Matten aufgelegt. Die wurden dann, wenn das Fest vorbei war, wieder eingerollt und verwahrt und beim nächsten Mal wieder ausgerollt. Die Kosten für diese Matten wurden in der Regel durch Stiftungen getragen. Stiftungen vom Kalifen selber, aber auch von hochstehenden Persönlichkeiten oder eben überhaupt von wohlhabenden Leuten. Das war ein frommes Werk, dass man Geld stiftete zum Unterhalt von Moscheen und zum Unterhalt und auch für die Ausstattung von Moscheen.